Hallo und herzlich willkommen zu Game One MTVs 30-minütiger Perle der Polygonalität, von der manch einer sagt, dass sie kein Mensch versteht. Welche verspielten Fremdsprachen wir heute wieder für euch haben, das seht ihr jetzt. Heute bekommt ihr bei Game One alle Infos zu Sonic und die Geheimringe für die Wii. Darüber hinaus schauen wir, was das Lack- und Lederluder Bullet Witch so auf dem Kasten hat. Und wir durften weltexklusiv die Xbox 360-Fassung zum Nachfolger des PC-Hits Sacred anspielen. Der Tom Clancy, der mit den vielen Büchern unter den Brieftaschen haut gerade mal wieder frisch sein neuestes Spieleschwergewicht auf den Markt, nämlich Ghost Recon Advance World Fighter 2. Die epische Story dahinter ist ganz schnell erklärt. Eure ebenso gut ausgestattete wie moralisch gefestigte Clancy-Clique haut überall, wo Wüste ist, mal wieder mächtig auf den Sand. Und ob Ghost Recon Advance World Fighter 2 den wiederum ins Getriebe bekommen hat oder gar richtig rockt, das seht ihr jetzt. Es ist vollbracht. Ubisofts neuester Taktik-Shooter Ghost Recon Advanced Warfighter 2 ist fertig. Nachdem wir euch das Spiel schon in einer Vorab-Version vorgestellt haben, präsentieren wir diesmal die finale Version. Als erstes geben wir euch nochmal einen Überblick über die neuen Features der spannenden Gefechtssimulation. Los, Bewegung! Ja, bewege mich. Am wichtigsten ist euer Kommunikationssystem, über das ihr mit all euren verbündeten Einheiten permanent in Kontakt seid. Or the menu thing, which is the new CrossCom 2.0 dimension, which is the full screen view, which we call the command full view, which allows you basically to use all of them via direct feedback from their camera and give them order. Es gibt auch ein Gewehr mit einer Kamera, deren Bild ihr euch anzeigen lassen könnt. The whole camera stuff and the whole integration of the soldier is probably the most striking thing in the game, and it's actually not existing today, but it's coming directly from existing prototype from Center of Defense and Matic. Als neue Soldatenklasse wurde der Sanitäter eingeführt. Ob ihr den Doc mit auf die Mission nimmt, bleibt euch überlassen. If you want long range engagement, you will need to take the sniper. If you want damit ihr den Gegnern nicht blindlings in die Arme rennt, sondiert ihr unbekanntes Gebiet erst einmal mit der Aufklärungsdrohne. Bedrohungen werden als rote Rauten dargestellt. Und der Mule ist ein fernsteuerbares Vehikel, das euch mit Waffen versorgt. Bereit fürs Gefecht? Dann nehmen wir euch jetzt mit auf eine komplette Mission. Euer erstes Ziel ist der Treff mit dem Ghost Truck. Dann gilt es, drei Flugabwehrstellungen zu zerstören. Bei der Stierkampfarena trefft ihr euch zwecks Ausrüstung erneut mit dem Truck. Zum Schluss begebt ihr euch zum Abholpunkt, wo euch ein Helikopter evakuiert. Details von Sergeant Simon. Direkt beim Missionsstart in Juarez bekommt ihr zwei mexikanische Soldaten zu eurer Seite gestellt. Und wie sollte es anders sein, es gibt auch gleich die erste Konfrontation mit feindlichen Rebellen. Jetzt geht's über diesen Platz zum Sammelpunkt, da treffen wir uns mit dem Rest unseres Ghost-Teams. Weiter geht's durch die zerstörten Häuserruinen, da haben sich nämlich, wie sollte es anders sein, jede Menge Rebellen verschanzt. Das Nest müssen wir erstmal ausräuchern. Wir alle kennen die militärische Regel, kommt ein Panzer um das Haus, schnappt dir schnell die Panzerfaust. Hier ist es zwar nur ein Jeep, trotzdem drauf schießen, verdammt. So, jetzt geht's auf nach Norden, da wartet eine Flugabwehrstellung. Los, Jungs! Warten zwei weitere Flaks, deswegen gehen wir jetzt zur Flugabwehr und machen, dass sie schießt nicht mehr. Achtung, Panzer im Anmarsch, Gegendeckung, runter in den Dreck! Kommandoführung hat uns Luftunterstützung gewährt. Hallo Jungs, ja, ja, bitte einmal kurz den Panzer kaputt machen. Hm, danke. Jetzt gilt es, über die Brücke im Westen zum Abholpunkt vorzustoßen. Go, go! Weiter geht's durch Straßen und Gassen immer Richtung Abholpunkt. Dort wartet auch schon der Blackhawk. Sammeln! Alle Feinde der Blackhawks down. Jungs, geht schnell in Deckung. Los, hier, Kommandoführung. Schwerer Beschuss, schwer Verwundete, schwerer Scheiß. Ghost Recon Advanced Warfighter 2 ist wieder mal sehr komplex und erfordert eine Menge Einarbeitungszeit. Dafür werdet ihr aber auch belohnt mit einem atmosphärischen, sehr, sehr dichten Solo-Modus und richtig bombastischer Kraft. Und was hat der Multiplayer-Modus zu bieten? Hello, that's right, kicks of ass. Okay, let's go. So you're taking the left side, the right side, and you are already here. So,
I took this. Boom. Oh, no. Damn. So you need to be careful when using those grenades. Yes. This is the main spot of the machine. It's a very big dish, so we need to prepare for close water battle. Okay. Two boxes. Got him. I think I got him. Actually. No, I got him. Oh, we're it. Just behind the rock. Oh, yeah, on the left side. Come on, go with me. Okay. You're still alive now? Yeah. Just the one. Weapon switch. Go, 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 go. You need to shoot that guy. No, not playing. Yeah, I'm still up. I'm coming back. So, you. Auch im Multiplayer-Modus zeigt Ghost Recon Advanced Warfighter 2 seine Muskeln. Viele verschiedene Koop-Varianten, 18 verschiedene Level und schlaue Computergegner halten euch auf jeden Fall einige Monate bei Laune. Jetzt gibt's wie immer die zockende Zunft der nicht ganz so zukünftigen Zukunft, wie immer schön bunt zusammengezubbelt. Next up. Rasen bis die Finger qualmen. Zwei Jahre nach dem Racer-Hit Forza Motorsport lädt die Xbox 360-exklusive Fortsetzung bald zur gepflegten Pistenschlacht ein. Das ultra-realistische Rennspektakel spricht insbesondere die Tuner unter euch an. Und für ein authentisches Spielgefühl wird Forza 2 übrigens auch das neue Wireless-Lenkrad von Microsoft unterstützen. Hinter Mond gleich links. In Genesis Rising hat die Menschheit die Erde verlassen und reist in organischen Raumschiffen quer durch die Galaxis. Dort stehen nun große Schlachten mit Aliens auf der Tagesordnung. Ähnlich wie im Klassiker Homeworld kombiniert Genesis Rising Strategie-Gameplay mit einer ausgetüftelten Storyline. Dazu bringt die beeindruckende Optik eure Grafikkarte mal ordentlich ins Schwitzen. Sega und Sonic, die beiden gehören zusammen wie Bud Spencer und Terence Hill. Zumindest mussten beide auch schon eine Menge Tiefschläge einstecken. Zuerst wird die Sonic-Serie immer schlechter und dann, ganz plötzlich, gibt's noch nicht mal mehr eine Sega-Konsole. Und dann muss sich der Igel mit den schnellen Schuhen auch noch als digitale Dirne prostituieren und über die virtuellen Welten früherer Feindkonsolen hetzen. Aktuell ist es die Nintendo Wii, auf der Sonic gerade abgeht. Und da konnten und wollten wir nicht nur einfach zugucken. Und deswegen haben wir uns Sonic und die geilen Ringe einfach mal dufte angezockt. Sonic auf dem Wii stinkt nach Blasphemie. Ein Videospiel-Superstar bitte zur Audienz. Wir waren zu Gast in den Sega-Büros in München. Zwischen bunten Bildern und goldenen Plastikringen konnten wir uns über die Rückkehr des wohl beliebtesten Stacheltiers der Konsolenwelt informieren. Turbo Eagle Sonic bricht nun nämlich auch auf Nintendos Wii-Geschwindigkeitsrekorde. Soweit alles beim Alten. Oder etwa doch nicht? Wir fühlten dem Chefentwickler höchstpersönlich mal auf den Zahn. Und revolutionär ist der neue Sonic-Teil wirklich, zumindest was die Steuerung angeht. Sonic rennt automatisch durch die Levels, Ausweichmanöver und Sprünge löst ihr durch entsprechende Bewegung mit der Wiimote aus. Hat der Igel endlich das perfekte Konsolenheim gefunden? Natürlich macht auch der Party-Modus von der intuitiven Art der Bedienung Gebrauch. In 40 Minigames von Baseball über Geigen bis hin zum Kettenschwingen macht ihr euch mit albernen Verrenkungen veritabel zum Affen. Völlig überflüssig zu erwähnen, dass diese Option nur mit mehreren Kumpels richtig Spaß macht. Solisten sollten sich lieber an den Story-Modus wagen. Oder ist der etwa nur schmückendes Beiwerk für den Multiplayer-Part? Brandneu ist auch das Fertigkeitensystem, mit dem ihr Sonic ganz nach Belieben aufpowern könnt. Wer noch schneller durch die Runden düsen will, rüstet den ominösen Kraftdrink einfach mit einer besonders mächtigen Turbo-Funktion aus. Ich
このゲームを何度も遊んでもらうために一番いいかなと僕は思って過ごしました。Unterm Strich macht der neue Sonic-Teil den katastrophalen Vorgänger fast vergessen. Wir hätten uns dennoch ein bisschen mehr Abwechslung im Gameplay gewünscht. Auch die Wii-Steuerung reagiert nicht immer punktgenau. Trotzdem, auch wenn das Spiel nicht der erhoffte Oberhammer ist, hat der Eagle nochmal die Kurve gekriegt. メインターゲットに僕は考えています。もちろん今までソニックファンのユーザーもがっちり抑えたいと思っているんですけど。Alte Sonic-Fans sollten mal probeweise reinhüpfen. Werbung ist gut, Werbung ist toll, mit Werbung kriegen wir die Sendezeit voll. Was danach kommt, wir zeigen euch eine fiese Hexe mit noch fieseren Waffen im postapokalyptischen Kampf, Bullet Witch. Außerdem den Diablo-Killer. Potenziell Sacred 2 exklusiv bei uns und in Ausgegraben gibt es den Saturn-Klassiker Panzer Dragoon. Bloß wieder einschalten. Neben der Anno-Serie und Far Cry gibt's noch ein paar weitere Titel aus deutschen Landen, die für Furore an Maustastatur und Gamepad gesorgt haben. Sacred zum Beispiel. Der Diablo-Klon bekommt jetzt seinen zweiten Teil und bringt sogar noch eine weitere Besonderheit mit. Ascaron arbeitet nämlich momentan an einer Xbox 360-Version. Das ist zwar erst seit letztem Montag bekannt, doch wir haben schon Weltexklusiv eine erste Version für euch angezockt. Das PC-Spiel auf der Xbox 360, das es noch gar nicht gibt. Das wiederum ist was Feines. Jetzt ist die Katze also aus dem Sack. Für den Nachfolger des 3 Jahre alten Action-Rollenspiels Sacred wird auch an einer Konsolenvariante gearbeitet. Uns hat der Chefentwickler der Xbox 360-Version eine Menge exklusiver Details zum Nachfolger des Topsellers verraten. Den User erwartet ein Action-Rollenspiel in einer riesigen, nahtlosen Welt, die er frei erkunden kann, mit vielen Dungeons, verschiedensten Regionen und unterschiedlichsten Charakteren. Und in der jetzigen, also die Version, die ich jetzt hier mitgebracht habe, kann man im Wesentlichen mal die grafischen Details halt sehen und mal sehen, welche Optik wir so vorhaben. Was man auf jeden Fall hervorheben kann, ist der enorme Detailgrad. Da sind erstmal natürlich die Landschaft mit ihren Höhen und Tiefen und so und Senken. Dann das Gras bewegt sich. Das Gras kann zum Beispiel so hoch sein, dass sich da Monster, Riesenskorpione oder so drin verstecken können. Man sieht sie dann erst, wenn sie rauskommen. Dann überraschelt das Gras und bewegt sich. Wir haben solche Sachen wie Fackeln, die richtiges Licht machen, dynamisches Licht, dynamische Schatten. Auch mehrere Lichtquellen gleichzeitig sind kein Problem. Wir haben auch Glaseffekte, Linseneffekte und solche Sachen, wenn man jetzt zum Beispiel unter einer Glaskuppel durchläuft. Die Entscheidung, auch für die 360 zu entwickeln, ist für die Macher ein logischer Schritt. Grundsätzlich haben wir Konsolenversionen noch nie ausgeschlossen, denn Sacred ist ja ein Action-Rollenspiel, passt sehr gut für Konsole. Und besonders hervorzuheben sind natürlich die Features, die für Xbox 360 halt, sag mal, üblich sind oder halt sehr häufig verwendet werden. Das sind diese ganzen Marketplace-Sachen und ein kompletter Xbox Live-Support mit verschiedenen Multiplayer-Spielmodi. Wir haben uns darauf verständigt, dass die Charaktere, die ein User erstellt, die kann er gleich auf seinem Xbox Live-Account abspeichern und hat die sozusagen überall, wo er hingeht, zur Verfügung. Die kann er beispielsweise im Koop-Modus benutzen, indem ihr entweder übers Internet oder gemeinsam an einer Konsole die Abenteuer von Sacred 2 erleben könnt. Wir haben auch bei der Xbox 360 den Vorteil, dass wir mehrere Prozessoren zur Verfügung haben und da werden wir wohl einige Spezialeffekte mehr machen können als in der PC-Version. Sacred 2 für Xbox 360 wird auf jeden Fall in dem Genre neue Maßstäbe setzen, da wir mit dieser riesengroßen zusammenhängenden Welt, der unglaublichen Detailfülle und den Animationen, der Qualität der Animationen in diesem Bereich nichts anderes finden werden. Genug Grund zur Vorfreude also. Jetzt fehlt nur noch ein Publisher für die 360-Version von Sacred 2. Wir drücken die Daumen, denn Action-Rollenspiele sind auf der Xbox bisher Mangelware. Da die meisten Spielfiguren leider ein ziemlich langweiliges, ja oft sogar belangloses Leben führen, müsst ihr euch an dieser Stelle mit ein paar Gerüchten zur allgemeinen Gameslage begnügen. Jetzt hier heiß und fertig die News. Sony packt aus.
Nachdem vor kurzem die Kosten der PlayStation 3 Hardware bekannt wurden, stehen nun auch die Spielepreise fest. Exakt 61,95 Euro werdet ihr für einen der zahlreichen Launch-Titel wie Genji, Resistance oder Ridge Racer 7 berappen müssen. Aufpassen müssen jedoch die Fans von PS2-Spielen. Aufgrund einer Hardware-Revision werden wohl weitaus weniger alte Klassiker problemlos auf der neuen Konsole laufen als in Asien oder den USA. Racing-Spaß für lau. Pünktlich am Launchtag werden frischgebackene PS3-Besitzer mit Gran Turismo HD auf Spritztour gehen können. Während vergleichbare Titel bis zu knapp 10 Euro kosten, ist das kleine Rennspiel-Schmankerl umsonst per Download zu haben. Das ursprünglich als E3-Demo gestartete Game umfasst 10 freispielbare Autos, mit denen man sich an der Eiger-Nordwand spannende Rennen liefern kann. Ein Bestzeitenvergleich per Internet ist auch möglich. Nintendos digitales Videospielmuseum bekommt Zuwachs. Ab dem Sommer 2007 werden auch Spiele für das Neo Geo auf der Virtual Console zu finden sein. Das ehemalige Luxusgerät brachte vor knapp 20 Jahren Spielhallenqualität in die heimischen Wohnzimmer. Fans von knalliger Arcade-Action dürfen sich also schon mal freuen. Geschätzter Kollege, was geht's heute in Ausgegraben? Ich traue mich zwar kaum, bei all den Vorurteilen über unsere Unvoreingenommenheit ein weiteres Mal einen Siegertitel hier in den Raum zu werfen, aber Panzer Dragoon ist es definitiv wert, bei uns in die Sendung reingequetscht zu werden. Kurze Historie, 18 Jahre nach LJ, dem Schmunzelmonster, erschienen auf der PlayStation-Konkurrent Saturn die ersten schuppigen Schuss- und Flugdrachen der Superlative. Hiermit hatte Sega das Reiten auf Drachen offiziell für cool erklärt. Also Arcade-Shooter trifft Tabaluga. Oder so ähnlich. Ja, egal. Hauptsache schnell, schön, gewaltig und gut. Wir wünschen gute Ritz mit Panzer Dragoon für den Sega Saturn. So, liebe Zielgruppe, wieder mal stelle ich euch heute einen absoluten Spieleklassiker vor, den man einfach kennen muss. Und das ist Panzer Dragoon 2 für den Sega Saturn. In Panzer Dragoon 2 spielt ihr einen jungen Dorfbewohner, der eines Tages ein mutiertes Flugdrachenbaby findet, was er eigentlich töten sollte, denn der Kodex seines Dorfes gibt vor, dass solche Mutanten getötet werden müssen. Der ist aber ein ganz lieber Kerl und das bringt er nicht übers Herz und er lässt das Baby einfach leben. Das ist auch gar nicht so dumm, weil er kurz später sieht, wie ein riesiges Flugschiff sein Dorf mal eben kurz den Erdboden komplett platt macht und er sinnt natürlich auf Rache, schwingt sich in den Sattel seines neuen Flugbabys und verfolgt die Finsterlinge, die da ihre Hände im Spiel haben. Währenddessen ballert ihr alles ab, was so kreucht und fleucht und kriegt Punkte dafür, werdet geratet, trefft ab und zu mal einen Boss und fliegt ins nächste Level. Und das war eigentlich schon das ganze Spielprinzip von Panzer Dragoon 2. Es ist ein relativ simples Spiel und doch gibt es so zwei, drei Kniffe, die das Ganze ein bisschen interessanter machen. Zum Beispiel kommt ihr öfter im Spiel an Stellen, wo ihr zwischen verschiedenen Routen wählen müsst und das wiederum bestimmt dann auch, wie das Spiel weitergeht. Zum Zweiten sieht euer Drache am Ende auch optisch ziemlich anders aus als am Anfang. Also je nachdem, wie ihr spielt, welche Route ihr wählt und wie ihr ihn aufpowert, habt ihr am Ende eine voll ausgebildete Monster-Kampf-Drachenmaschine. Also für mich ist Panzer Dragoon 2 wie eine Art Traumreise zum Selberspielen. Man rafft vielleicht nicht unbedingt alles, muss man auch gar nicht. Man sollte den Trip einfach von vorne bis hinten genießen, eben weil er so seltsam und bizarr ist. Und genau das finde ich halt immer noch wahnsinnig geil. Was tun, wenn das Land ein weiteres Mal von überdimensional großen Gehirnen angegriffen wird? Nicht lang nachdenken, sondern raus mit dem Mega-Magi-Gatling-Granatengerät und dann immer schön in Richtung Kopfschmerzballern. Zugegebenermaßen, die Geschichte von Bullet Witch wirkt ein wenig komisch. Deswegen haben wir das wirre Ding einfach mal für euch entzwirbelt. Peace out, Witch. Word. Wir schreiben das Jahr 2013. Nach dem Dritten Weltkrieg wurde die Erde von mutierten Dämonen überrannt. Diese quälen und terrorisieren nun die Überlebenden. Zum Glück steht die Rettung der Menschheit schon in den Startlöchern. Nein, dieses Mal brauchen wir kein John Rambo oder ein Terminator. In Bullet Witch reicht nämlich schon diese heiße Hexe hier mit ihrem magischen Schießprügel, um die Welt vor dem Untergang zu retten. Mit bürgerlichem Namen Alicia genannt, starb die Bullet Witch eigentlich bereits vor über 10 Jahren. Eine mysteriöse Gestalt hat sie nun wiederbelebt und mit magischen Kräften ausgestattet.
Die erwartungsgemäß dämliche Story wird in zahlreichen Zwischensequenzen erzählt, lenkt zum Glück jedoch nur wenig vom eigentlichen Spielablauf ab. Die agile Hexe springt und ballert sich in ausladenden Levels durch die Dämonenhorden. Kommt ihr mal nicht weiter, heißt es, den Himmel nach folgenden Kollegen abzusuchen. Fliegende, fette Dickschädel wie meine Wenigkeit gibt's bei Bullet Ridge an fast jeder Ecke. Falls ihr einen seht, immer feste drauf aufs Hirn, denn so werden neue Levelabschnitte freigeschaltet. Damit ihr die Gegend von überflüssigen Resthirnen und anderem Getier säubern könnt, steht Alicia ein beeindruckendes Arsenal an Waffen zur Verfügung. Neben den traditionellen Bleischleudern stehen insbesondere die fantasievollen Zaubersprüche im Mittelpunkt. Am spektakulärsten sind die Elementzauber, mit denen sich per Wind und Wetter ganze Landstriche auseinandernehmen lassen. Auch bissige Raben nagen an euren Gegnern. Bullet Witch schafft damit eine durchaus interessante Gameplay-Mischung. One of the unique things with Bullet Witch is that it combines all of the strengths that an American first-person shooter has with like the Japanese fantasy elements. Kavya, the Japanese developer for Bullet Witch, one of their main objectives was to blend American sensibilities with Japanese aesthetics, and they did that by taking first-person shooter elements and combining that with some magical and RPG elements. Weil sich das relativ stumpfe Gemetzel schnell abnutzen könnte, haben die Macher von Bullet Witch viel Wert auf das Gegnerdesign gelegt. Mutanten und fliegende Hirne sind schön und gut, später prasseln jedoch massenhaft noch abgedrehtere Kreaturen auf euch ein. Besonders beeindruckend sind die riesigen Kolosse, die mit viel Wut im Bauch durch die Häuserschluchten stampfen. Die Auseinandersetzung mit ihnen gehören zu den Höhepunkten von Bullet Witch. In diesen Kämpfen hebt sich das Spiel durchaus von anderen Shootern ab. Insgesamt gesehen gibt es in Bullet Witch viel Licht, aber leider auch viel Schatten. Abgefahrene Action und ein durchgeprägtes Design. Wer Bock auf pompöse Ballereien, fliegende Augen und mega große Gehirn hat, ist bei Bullet Witch für die 360 auf jeden Fall an der richtigen Adresse. Leider gibt es in diesem Titel auch wirklich nur das. Die Spieldauer ist leider viel zu kurz und das Gameplay viel zu eintönig. Ich glaube, Bullet Witch ist tatsächlich nur etwas für Lack- und Lederfans. Wir fassen zusammen, Shooter-Freunde können einen Blick auf die heiße Hexe wagen. Ein Genre-Highlight hat uns Atari aber hier nicht serviert. So, 30 Minuten sind um, nun ist wieder Schicht im Schacht. Das Ende aller Tage, zumindest für heute. Mails gehen an game1@mtv.de. Dicken Dank fürs Einschalten. Haut rein. Der Diablo-Bukon ist Xbox-Version. Das bitte in die Outtakes, er verplant's immer. Das hast du nur für die Outtakes gut, getan, ne? Ja, damit die Leute denken, dass du scheiße bist. Au! Wahl? Letztes Wort ich. Ich.